Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder. Ella, Seppo und ich, eure Schulsozialarbeiterin. Wir hoffen, ihr hattet bisher gute erste Schultage, habt euch ein klein wenig an die neue Normalität gewöhnt, an die Abstandsregeln, wascht regelmäßig weiterhin eure Hände. Ja, wir erinnern euch da ganz, ganz, ganz häufig noch dran. Heute haben wir wieder ein kleines Spiel für euch vorbereitet, und zwar ein Wortspiel. Ihr kennt doch bestimmt alle Zungenbrecher, oder? Seppo, kennst du einen? Ja, ich kenne den bekanntesten. Welches ist denn der bekannteste Zungenbrecher? Na, der von Fischers Fritz. Weißt du denn, wie der geht? Ja, klar. Möchtest du ihn uns und den Kindern vielleicht mal sagen? Ja, aber was, wenn ich da was falsch mache? Na, Seppo, das ist nicht schlimm. Die Zungenbrecher, die kann man üben. Dafür sind die nämlich da. Da geht's zum Beispiel um Buchstaben, mit denen man noch nicht so gut zurechtkommt. Da geht's darum, dass man seine Aussprache übt, dass man aber auch konzentriert dabei ist, weil sonst haut's gar nicht hin. Das erlebe ich auch immer wieder. Möchtest mal versuchen? Ja. Okay. Seppo, bring dich in Position und dann los. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers... Nein. Nicht schlimm, Seppo. Möchtest du nochmal? Ja. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. Super, Seppo, das war fast richtig. Klasse. Den ersten Teil kriegst du ja schon super gut hin. Ja, in dem zweiten, da will der Fisch nicht, wie ich will. Okay. Das gibt's natürlich nicht nur mit Fischers Fritz. Das ist der bekannteste, das stimmt tatsächlich. Oder einer der bekanntesten. Wir haben euch noch mal ein paar rausgesucht. Unter anderem, Ella, möchtest du uns einen erzählen? Ja. Welchen denn? Auf dem Rasen, Rasen, Hasen, atmen, rasseln durch die Nasen. Mit Kaninchen? Nein, Hasen. Ja gut, Hasen. Und die Hasen, die rasen über den Rasen im Prinzip und dann sind sie so erschöpft, dass die ganz schwer atmen können und durch die Nase atmen. Genau. Super, Ella. Dann gibt's ein bekanntes, das ist auch schon ganz, ganz alt. Das ist Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Na? Das Brautkleid bleibt ein Brautkleid und das Blaukraut, das ist der Rotkohl, bleibt Blaukraut. Dann können wir eins zum Denken anbieten, da gibt es sogar mehrere zu. Und zwar, denke nie du denkst, denn wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du nur du denkst. Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Und wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du nur du denkst, denn denken tust du nie. Also denken. Wir denken. Nein, das sind welche, die man ganz einfach üben kann. Da wiederholen sich die Wörter viel zu Buchstaben. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause merkt, oh, mit dem ein oder anderen Buchstaben habe ich in der Aussprache oder beim Lesen Schwierigkeiten, dann könnt ihr auch gerne mal das Internet nutzen und googelt einfach mal nach Zungenbrecher, zum Beispiel mit dem Buchstaben K oder G oder S. Apropos, der Seppo hatte doch eben den Fischers Fritz. Zum Fischers Fritz gibt es auch noch eine abgewandelte Form. Echt? Die kenne ich ja noch gar nicht. Genau darum. Die muss ich jetzt allerdings auch ablesen. Die habe ich per Zufall nämlich gefunden. Die kannte ich auch noch nicht. Fischers frisch frisierter Fritz frisst frisch frittierte Frischfischfrikadellen. Also, der Sohn von Fischers, vom Fischer, der Fritz, der isst, frisst in dem Falle, frisch frittierte Frischfischfrikadellen.
Ja, dann eine Aufgabe, da könnt ihr auch mal rechnen. Vielleicht kommt ihr da auf die Lösung und könnt mir sagen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Das kriege ich bestimmt hin. Okay, 4 fünfmal vervierfacht macht mehr als 5 viermal verfünffacht. Nochmal. 4. Ja, danke, Seppo. 5-mal vervierfacht macht mehr als 5 viermal verfünffacht. Und dann gibt es noch eins mit SCH. Das muss ich tatsächlich auch ablesen, weil ich das bisher auch nicht kannte, aber ganz lustig fand. Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken. Nochmal. Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken lecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken. Zum Glück schmecken den Schnecken die Schnecken nicht. In Frankreich sind Schnecken nämlich eine Delikatesse. Möchte ich hier nur mal angewendet haben. Und so sind die Länder verschieden, die Sprachen auch. Heute haben wir mal was zur deutschen Sprache gemacht. Ja, das war voll lustig. Aber Frau Schulsozialarbeiterin, kannst du das denn so richtig gut mit den Zungenbrechern? Nein, kann ich leider nicht richtig gut. Ich höre den Fehler und ich merke bei mir ganz schnell, dass ich den Fehler auch mache und denke immer, ja, ist ja total einfach und verhaspel mich dann eigentlich ziemlich schnell. Ja, weil man immer denkt, das ist so einfach. Genau, Ella. Wir glauben einfach immer, vieles ist so einfach. Dabei sind die einfachen Dinge richtig gut gemacht, oft die schwierigsten. Und mit diesem tollen Spiel und dem Wunsch, dass ihr das auch einfach mal probiert, entlassen wir euch heute in den Tag, wünschen euch total viel Vergnügen. Für diejenigen, die heute in die Schule dürfen, viel Spaß dabei, begrüßt eure Lehrerin, freut euch, eure Klassenkameraden zu sehen, aber haltet Abstand und wascht euch die Hände. Genau, danke Ella, danke Seppo. Wir sehen uns morgen wieder, bis dahin sagen wir Tschüss.